Ja, die DDR-Zeit, ich empfand das Leben auf dem Dorf unheimlich eng. Es war ideologisch geprägt. Man wuchs auf mit verschiedenen Wahrheiten. Es gab eine Wahrheit, was man zu Hause sagen durfte. Man durfte zu Hause politisch diskutieren. In der Schule wusste man, was man nicht sagen durfte oder beziehungsweise was man sagen musste, damit man einigermaßen gute Zensuren bekam und durchkam. Das waren die Widersprüche, mit denen man aufwuchs. Als Kind hatten wir diverse Radiosender. Wir hatten RIAS Berlin, habe ich sehr gern gehört. SFB, also RIAS Berlin war Radio im amerikanischen Sektor. Das war ein Radiosender, der von Berlin ausgestrahlt worden ist. Der brachte gute Musik, gute Bands. Da konnte man wirklich gute Musik hören. Und leider war die Empfangsqualität nicht so besonders gut, weil es nur auf Mittelwelle ging bei uns. Ansonsten hätte man sehr, sehr große Antennen gebraucht, sehr große UKW-Antennen. Und dann war es immer noch relativ verrauscht, der Empfang. Das war spannend. Es gab auch den Sender Freies Berlin, der war auch zu empfangen, da wo ich groß geworden bin. War eine spannende Zeit in Leipzig. Es gab viele Ruinen damals. Es waren ganze Stadtviertel, die Gefahr liefen, einzustürzen. Es gab trotzdem spannende Clubs. Es war eine spannende Zeit. Man konnte Wohnungen besetzen damals. Man konnte ohne Miete wohnen. Man konnte Strom und Wasser kostenlos nutzen als Student. Man traf sich in verschiedenen Clubs. Konnte jeden Abend gute Musik hören in Leipzig. Das war eine sehr spannende, schöne Zeit. Im Übrigen gab es hier in Dresden eine ganz gute Konzertszene. Es gab Jazzkonzert, mehr als heute zu hören. Es gab eine sehr reiche Jazzmusikszene in den 80er Jahren in Ostdeutschland. Es gab in Leipzig ein Zentrum, es gab hier in Dresden. In Dresden war das eher traditionell geprägt durch die Dresdner Transsymphoniker an der Musikhochschule. Günter Hörig war damals einer der führenden Leute hier in Dresden. Leipzig war eher Free Jazz. Es gab in Görlitz gab es Jazzfestivals, auch damals schon. Insofern konnte man wirklich gute Musik hören. Ja, 89 war ich leider nicht in Dresden, sondern in Leipzig. Leipzig war ja eigentlich der zentrale Ort, wo man heute sagt, wo diese großen Kundgebungen angefangen haben. Das ging eigentlich schon im Frühjahr los, vor allem an der Nikolaikirche zu Leipzig, mit den Montagsfriedensgebeten. Das war eigentlich eine der ersten Keimzellen für den ganzen Umschwung. Und wo ich dann, also ich kam im September nach Leipzig, da waren dann schon richtige Großdemonstrationen jeden Montag, wo dann der komplette Leipziger Ring eigentlich voller Menschen war. Und man, ja, es war teilweise auch gefährlich. Es waren dann überall Soldaten und Polizei war stationiert. Und ja, da begann eigentlich dann die Öffnung hin zum Westen damals im Oktober. Die Gemeinden boten damals einen Ort, wo man relativ frei reden konnte, wo man Kritik an der Gesellschaft relativ frei äußern konnte und wo sich auch Musikgruppen getroffen hatten, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch aus politischen Gründen keine Auftrittsmöglichkeiten bekamen damals, die konnte man in Gemeinden hören. Und es hatte sich dieses montägliche Friedensgebet etabliert. Ja, es war einfach ein Ort, wo man als Jugendlicher auch gerne hingegangen ist. Es war spannend, es war auch so ein bisschen gefährlich vielleicht, so ein leichtes Kribbeln, so ein kleines Abenteuer, dahin zu gehen. Aber es ist ja auch nie was passiert, wenn man da hingegangen ist, also mir zumindest nicht.
Der Unterschied zwischen Leipzig und Dresden vor der Wende bestand hauptsächlich daran, dass man in Leipzig konnte man westliche Medien empfangen. Man konnte leichter RIAS, SFB, andere Sender empfangen, auch Fernsehsender, ARD, ZDF damals. Und es gab mehr internationales Publikum in Leipzig durch die Messe, die zweimal im Jahr stattfand. Das war also damals wirklich auch schon große Messestadt. Und dann war wirklich zweimal im Jahr für jeweils 10 Tage oder so, war die Stadt voller westlicher Geschäftsleute. Und insofern war der Kontakt zur Welt in Leipzig schon immer größer, während Dresden für sich ein Stückchen geschlossene Gesellschaft war. Es ist ja heute auch noch teilweise so, man hat in Dresden, zieht man sich in die Gemütlichkeit der Villa ein bisschen zurück, also in die Gemütlichkeit von kleinen Kreisen, diskutiert da. Es gibt auch kleine Konzerte, es gab auch kleine Konzerte hier in Dresden, kleine private Konzerte in Wohnungen. Das ist hier viel mehr verbreitet als in Leipzig. Also Dresden ist wesentlich weniger auf Veränderung bedacht. Dresdner möchten gern, dass alles immer so bleibt, wie es ist.